hat sie dann für sich selber entdeckt, klar, mit meiner Hilfe so ein bisschen, ja, dass ihr Pferd einfach ganz spielerisch veranlagt ist und sagt, Franziska, ich bin gerade hier durchs Gelände geritten und ich habe keine Angst mehr. Und das ist das, was ich meine. Geht ohne Bewertungen da rein. Hi, ich bin David von der Calm Horse Academy. Im folgenden Video erwartet dich wie immer super interessantes Pferdewissen. Wenn du keine Videos mehr verpassen willst, dann würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn du den Kanal einmal abonnierst und auch direkt auf diese kleine Glocke dann klickst. Das kostet dich wirklich nichts, aber durch dein Abo hilfst du uns und motivierst uns natürlich, noch mehr tolles Pferdewissen zu verbreiten. Und jetzt viel Spaß beim nächsten Video. Herzlich willkommen, Franziska. Franziska Müller ist jetzt im Interview. Viele kennen sie wahrscheinlich von dem Seminar Rock Your Dreams. Was machst du denn genau, Franziska? Erzähl mal. Also was ich genau mache, ist, ich coache Menschen mit Hilfe der Pferde. Und da habe ich zwei Grundpfeiler. Auf der einen Seite ist es das Seminar, das du gerade erwähnt hast, Rock Your Dreams. Und dann bilde ich parallel auch noch pferdegestützte Coaches aus, die dann später mit ihren eigenen Pferden oder ihrem eigenen Pferd anderen Menschen helfen können in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, weil wir wissen, es fängt, egal ob wir eigene Pferde haben oder ob wir mit anderen Menschen in Interaktion treten, es fängt halt immer bei uns selbst an und da helfe ich den Menschen, dass sie da wirklich weiterkommen. Okay. Wie lange machst du das schon? Ich mache das schon seit über 15 Jahren. Mittlerweile sind es, glaube ich, weiß nicht, über 16.000 Coachings. Also ja, schon eine ganze Weile. Okay. Hast du damals auch direkt angefangen mit pferdegestützten Coaching? Oder? Ich habe direkt angefangen. Ich komme aus dem Medienbereich, habe lange also quasi fürs Fernsehen gearbeitet, für die ARD, für Sandra Maischberger, Alfred Biolek. Und irgendwann habe ich für mich gemerkt, das ist super, das ist toll, aber da geht noch mehr für mich, für mein Leben. Und dann bin ich erstmal sehr krank geworden und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt verändere ich was. Und ich hatte parallel immer schon meine ganzen Ausbildungen gemacht und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt verbindest du das mit den Pferden. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und lebe ich ein erfülltes Leben, in dem ich wirklich tun kann, was mir Spaß macht, anderen Menschen helfen kann und den ganzen Tag mit Pferden zusammen sein kann. Okay. Erzähl doch mal, an was denkst du, wenn du das Wort Problempferde hörst? Dann denke ich sofort daran, dass Pferde gerne bewertet werden, dass sie gerne einen Stempel bekommen und dass das, was ich eben schon sagte, dass das meiste davon bei uns Menschen beginnt. Und ich erlebe das so oft in meinen Coachings, egal ob bei Rock Your Dreams, in der Ausbildung oder so in Coachings, dass Menschen sagen, mein Pferd ist das und das, mein Pferd ist böse, mein Pferd ist faul, mein Pferd ist jenes, mein Pferd kann das nicht. Und es fängt immer bei den Menschen an. Und für mich gibt es kein Problem Pferd. Ja, wir müssen einfach nur den richtigen Zugang finden. Wir müssen zuerst bei uns selber schauen, hey, was könnte das Ganze hier mit mir zu tun haben? Weil jeder oder viele kennen das. Bei mir selbst ist mein Pferd so und so. Und auf einmal hat jemand anderes mein Pferd und macht irgendwas mit meinem Pferd und dann funktioniert es auf einmal. Also wo ist da das Problempferd? Es gibt, glaube ich, mehr Problemmenschen als Problempferde. Das meine ich lieb, ja, aus tiefstem Herzen. Ja, ist ja auch letztendlich schön, dass es die Möglichkeit gibt, sowas zu sehen, ne? Wie man auf ein Pferd reagiert und dann halt einfach mal nachzudenken, was mache ich vielleicht falsch oder was ist da in mir, was das Pferd so irritiert. Weil wenn wirklich mein Pferd immer bei mir total ausrastet und jemand anders nimmt das Pferd und das ist total entspannt, dann stimmt ja irgendwas nicht. Oftmals checken wir als Menschen das ja gar nicht mehr, dass irgendwas nicht stimmt mit uns. Aber da haben wir die Möglichkeit halt wirklich nachzuschauen. Wie ist es denn, wo würdest du ansetzen? Es gibt natürlich so Seminare jetzt zum Beispiel von dir, ne, Rock Your Dreams. Gibt es auch irgendwas, was man davor vielleicht selber schon mal machen kann, um vielleicht sein Pferd zu beruhigen, sich selber zu beruhigen und so weiter? Ja, das Einfachste ist immer, wenn das Pferd irgendwas macht, was mir vielleicht gerade nicht so passt oder was ich anders erwartet habe oder mir anders wünschen würde, zuerst immer die Frage stellen, eine ganz einfache Frage, was könnte das Ganze mit mir zu tun haben? Und wenn ich da in die Reflexion gehe und wenn ich sehe, Mensch, gestern war mein Pferd total ruhig und heute ist es total hibbelig, nur weil ich mit ihm, was ich an einem Baum vorbeigehe, ja, dann muss ich erstmal selber schauen, wie bin ich denn heute drauf? Bin ich vielleicht hibbelig? Komme ich gerade aus einem stressigen Job? Ein Beispiel fällt mir da gerade ein, sagte letztens jemand,
im Instagram Live sagte sie, ja Mensch, Franziska, mein Pferd, ich verstehe das nicht, auf dem Platz ist es total ruhig und wenn ich auf der Anlage mit meinem Pferd spazieren gehe, dann flippt es aus, da darf nicht mal ein Blatt vom Baum wehen, ja, es ist total nervös. Letztendlich, ja, habe ich da so ein bisschen mit ihr gesprochen, ein paar Fragen gestellt und letztendlich hat sie dann gesagt, also sie ist dann auch nach Hause zu ihrem Pferd. Am Tag später oder zwei Tage später sagte sie mir, Franziska, du hattest völlig recht, das hat was mit mir zu tun, weil ich Angst davor habe, dass mein Pferd so reagieren könnte. Ich habe meinem Pferd jetzt einfach mal jemand anderem gegeben, der von all dem nichts wusste. Und die sind über den Hof spaziert, als wäre nie etwas gewesen. Und das war ihre Angst. Sie wollte auch immer gerne alles kontrollieren. Das heißt, wir müssen einfach gucken, stell dir die Frage, was könnte das Ganze mit mir selbst zu tun haben? Und dann überträgst du das auf dein Pferd. Ja, und verzeih deinem Pferd auch. Ganz, ganz wichtig. Nicht immer bewerten und nicht immer in die Erwartungshaltung gehen. Ja, okay. Hast du denn spezielle Übungen, die du vorschlagen oder machst, auch mit den Teilnehmern vielleicht, wie du sagst, dann natürlich reflektieren, aber oder erzähl mal zum Beispiel aus deinem Seminar, das du ja auch machst dann mit den Leuten vor Ort. Was macht ihr da zusammen? Nein. Ich gehe mal auf die erste Frage zurück, ob ich spezielle Übungen habe. Ich würde jetzt keine speziellen Übungen hier, ich sag mal, würde ich nicht empfehlen, weil es gibt keine speziellen Übungen. Ja, ich kann eine Übung mit Person A machen, die passt aber bei Person B vielleicht gar nicht, obwohl die das gleiche Thema haben. Das heißt, ich würde da niemals verallgemeinern. Allein ein neuer Blick oder ein neues Zuhören fürs Pferd kann für beide, sowohl Pferd als auch Mensch, so ein Riesengewinn sein. Ja, letztens war jemand bei Rocket Dreams, die war dann die Teilnehmerin mit ihrem eigenen Pferd dort. Und dann sagte sie im Vorfeld, ja, mein Pferd, und ich vertraue meinem Pferd nicht mehr und es macht immer Unfug und das stresst mich total und ich weiß gar nicht, ich traue mich gar nicht mehr, mich auf mein Pferd draufzusetzen. So. Und dann haben wir ihr Pferd reingeholt und dann habe ich mit ihr gearbeitet und letztendlich hat sie dann für sich selber entdeckt, klar, mit meiner Hilfe so ein bisschen, ja, dass ihr Pferd einfach ganz spielerisch veranlagt ist und dass ihr genau das Spielerische in ihrem Leben fehlt, diese Leichtigkeit. Und sie hat ihr Pferd ab da und alle Teilnehmer natürlich auch mit ganz anderen Augen wahrgenommen. Da war sie, wo sie vorher noch in einer kompletten Bewertung war, oh mein böses Pferd, ja, ich kann das gar nicht handeln, haben alle gesehen, dass dieses Pferd einfach nur spielen will. Und als sie das für sich angenommen hat, sowas überträgt sich natürlich aufs ganze Leben. Und sie war dann eine Woche später nochmal da mit ihrem Pferd auf der Anlage und sagt, Franziska, ich bin gerade hier durchs Gelände geritten und ich habe keine Angst mehr. Und das ist das, was ich meine. Geht ohne Bewertungen da rein, sondern schaut, was macht das Pferd und was kannst du davon für dich übernehmen? Ja, ist es wirklich was Spielerisches oder ist es etwas, eine Grenze überschreiten? Das ist ja auch nochmal ein Riesenunterschied. Nur schau, auch wenn dein Pferd eine Grenze überschreitet, wenn es dich permanent anschubst oder dich durch die Gegend zieht, ja, wie wichtig wäre es in deinem Leben, öfter mal Grenzen zu setzen? Die Pferde trainieren uns, sie werden nur oft einfach immer verurteilt, weil sie nicht funktionieren. Und Pferde sind nicht auf dieser Welt, wir auch nicht, um zu funktionieren. Ja, die Pferde sind unsere allerbesten Trainer und wir können jeden Tag von ihnen lernen. Ich lerne auch jeden Tag immer neu. Ja, mein Tipp ist also gar nicht eine spezielle Übung, sondern schau dir dein Pferd an und hör deinem Pferd zu. Ein Pferd macht nicht etwas einfach nur so. Das hat alles immer einen Grund. Und oft sind es diese ganz, ganz kleinen Sachen, die übersehen werden oder weil man noch im Alltagsstress ist und es muss schnell gehen. Ja, da wird da nicht hingehört. Hört euren Pferden zu und schaut hin und ihr werdet so Riesenschritte gemeinsam und alleine auch machen. Okay. Du bist immer an dem gleichen Stall mit diesen Seminaren oder bist du auch bei Leuten dann draußen oder wie ist das bei dir? Ja, also Einzelcoachings gebe ich gar nicht mehr, weil ich einfach viel zu viel unterwegs bin und dafür keine Zeit mehr habe. Wenn ich die Ausbildung gebe zum pferdegestützten Coach, da bin ich Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Da sind wir in Deutschland, Berlin, lass mich kurz überlegen, Wemding, Bayern und in Stuttgart. Und wie gesagt, Österreich und in der Schweiz. Rock Your Dreams wird nächstes Jahr 2020 wieder in Wemding sein, zweimal in Bayern, im Mai und im September. Und weil ich da einfach für gerade Rock Your Dreams ist einfach ein großes Seminar-Event, perfekte Bedingungen habe und ja. Okay, erzähl doch mal was von so kleinen Durchbrüchen, wie man so schön sagt, wo vielleicht die Zuschauer direkt was mitnehmen können, wo sie sich vielleicht selber wiederfinden. Wie du gesagt hast, zum Beispiel die eine mit dem Verspielten war schon super interessant, dass man es einfach anders versucht mal wahrzunehmen. Was sind denn noch so
vielleicht Fälle, die immer wieder auftreten? Ganz, ich sag mal so, das Hauptthema ist sicherlich bei den Menschen, ich darf ich selbst sein. Und wenn Menschen, die immer in der Leistung sind, die immer glauben, sie müssten leisten und selbst extrem unter Druck sind, und wenn ich ihnen eine Aufgabe klingt immer, aber du weißt, was ich meine, eine kleine Übung mit dem Pferd gebe, und sie spüren dann, dass sie gut so sind, wie sie sind, ohne leisten zu müssen. Und sie sehen auch, wenn sie am Anfang noch so voller Druck sind und auch in einer Erwartungshaltung, und ich muss ja jetzt hier was beweisen allen, ja, und ich muss es auch gut machen. Und das Pferd entfernt sich von ihnen, weil sehr häufig sind die Pferde bei mir im Coaching frei. Und das Pferd rennt wirklich weg, ja, und derjenige will das Pferd an den Strick nehmen und das Pferd flüchtet oder beide Pferde flüchten. Und in dem Moment, in dem derjenige sagt, ja, okay, es darf auch leicht sein und ich bin gut so, wie ich bin. Dieses Video ist in zwei Teile aufgeteilt. Den zweiten Teil findest du entweder kostenlos während dem Kongress oder du kannst dir alle Videos sichern, wirklich zum Downloaden, zum immer wieder anschauen. Hier unten in der Videobeschreibung, da findest du alle Details dazu. Ansonsten eine kurze Erinnerung, auch von der Fee. Fee, was sagst du? Genau, bitte. YouTube-Kanal einmal abonnieren. Das kostet dich nichts, das hilft uns aber wirklich, noch mehr Wissen zu verbreiten. Und ich freue mich, wenn du hier gleich auf Abonnieren und dann auch auf die Glocke klickst. Bis dann!